Wir haben eine chronologische Reihenfolge. Okay, wir machen etwas, was am Ende der Zeit spielt. Zeitreise. Kurze Frage, kennt ihr 5D-Schach? Ja. Schach mit Zeitreisen, wo du dann auf einmal mehrere Bretter auf einmal hast. Ja, kenne ich. Da hat einer als Review auf Steam geschrieben, über 1000 Stunden. Und als Satz hat er geschrieben, ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Das war der Satz. Und darüber 1000 Spielstunden. Ich musste das. Ich habe so weggelacht. Ich glaube, das. Ja, ich glaube, das ist es. Ja, Nee. das beschreibt 5D-Schach, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Was auch ein ziemliches fünfdimensionales Schach ist, ist das Battle am Flughafen in The Avengers Civil War. Captain America. Entschuldigung. Wollte ich gerade schon raus. Das ist kein Avengers-Film. Ja, das ist ein Das Cap-Film. ist ein Das ist der Cap-Film. dritte Cap-Film. Und der letzte Cap-Film. Aber da sind die Avengers. Ja, und die Aber Avengers der. machen sehr viel Scheiße. Es ist aber der letzte Steve Cap-Film. Bald kommt ja der neue Captain America New World Order. Dum-dum-dum. Ich höre mich gerade an wie eine Ziege. Wie immer unsere obligatorische Spoilerwarnung. Die obligatorische. Doro, das Schild muss größer. Ja, da gib's her. Nein, du musst ein Nein, großes Schild das müssen wir basteln. jetzt machen, nicht machen. Jetzt müssen wir erstmal Das üben, um den Start und um Akt 1 von 3 reden ja. und von Civil War. Reden wir über Akt 1. Ich würde Akt 1 quasi Der bis Phase zur. 3. Was? Der Phase 3. Der Nein, des Films. Ja, aber auch der Phase 3. Der Ja, erste Film der der erste Phase Film 3. der Phase 3. Ist es der Auftakt der dritten Phase? Wie auch in Phase 2 geht's schlecht los und wird besser. Ja, und du meintest am Ende der letzten Review, dass Phase Ja, das. 2 Ja. an den Erfolg von Phase. Dass Phase 3 an den Erfolg von Phase 2 anknüpft. Wenn wir Civil War ausklammern. Wenn wir die Musik. Ja, wenn wir die Quersumme nehmen. Ja, das ist true. Das ist true. Nee, der Film ist eigentlich. Also, wir haben den Film gerade eben gesehen und dabei lecker Burger verspeist, die wir im letzten Podcast schon Ein mehr. angekündigt haben. Ja, erstmal kurzes Allgemeinfazit, bevor wir in die Drei-Akt-Struktur ein. Wir haben nicht überlegt, So, uns soll drei ich anfangen? Podcasts zu strukturieren. Das Ja, wird sowieso das wird nicht nichts. passieren. Ja, ich finde den Film scheiße. Ich Also. nicht. Pass auf, was du sagst. Sonst geht dir gleich ein zweites Civil War los. Warum ist da was auf der Ist es gepolstert, das ist doch nicht ein kleines Stück daneben. Ja, also. Karma. Also, den Film hätte ich vor einem Jahr, glaube ich, sogar noch 0 von 10 Sternen gegeben. Aber warum? Er ist einfach unnötig. Nein, voll nicht. Seine Idee ist gut, ist interessant, auch dass die Avengers nicht alles machen können, aber nach dem Film ist dieses Sokovia-Abkommen einfach direkt wieder vom Tisch. Es ist halt nichts Langfristiges, es ist halt für diesen einen Film. Dann prügeln sich Cap und Tony ein bisschen. Und dann ist alles wieder gut. Als wär nichts gewesen, wirklich. Nein, danach ist gar nichts mehr gut. Das ist ja der ausschlaggebende Punkt von Civil War. Civil War bringt die Avengers auseinander. Und jetzt überleg mal, in Infinity War hätten die ein eingespieltes Avengers-Team gehabt. Was meinst du, wie schnell die Thanos besiegt hätten? Und Civil War war der ausschlaggebende Punkt, warum die überhaupt nicht zu ihrer vollen Kampfkraft kamen und die in Infinity War Ja, verloren haben. aber eigentlich war es mehr ein Streit zwischen Cap und Tony. Das ist richtig, und trotzdem haben die restlichen Avengers Seiten gewählt. Das war so ein Kindergarten-Sandkasten-Ding. Genau. Möchtest du Und erstmal dann deine kam Kontrastmeinung? Thanos, der große Vater, der einmal beiden Kindern Ärger gemacht hat und dann haben beide Kinder zurückgehauen. Das ist nicht pädagogisch wertvoll, was du da gerade verbreitest. Nee. Aber ich wollte deine Sandkasten-Story weiter. Führen. Also ohne Civil War, so wie es existiert hat, hätte es Infinity War und Endgame nicht gegeben. Also. Naja, es hätte Infinity War schon gegeben. Ja, okay. Ja, richtig, nur Infinity War. Should gone for the head. Ja, Thor war gar nicht dabei. Und er hat trotzdem verkackt. Und jetzt? Hulk war auch nicht dabei und hat auch hart reingeschissen in dem Film. Also.
Gib erstmal du dein Statement-Update. Ja, das ist vielleicht besser. Ich würde es gleich gern abrunden, weil ich habe da, ich kann mir, dein Statement kenne ich jetzt, deins kann ich mir vorstellen und ich weiß auch schon, wie ich beide kommentieren werde. Ja, also wie ich habe eigentlich gerade schon gesagt, was man sagen muss, so ohne Civil War hätte es kein Endgame gegeben, meiner Meinung nach, weil dieses Gegeneinander zwischen den Avengers, jetzt die sich so auseinandergerüttelt haben, erst dazu geführt hat, dass sie nicht ihre volle Stärke entfalten konnten in dem Kampf um Infinity War. Klar ist das, okay, wie die das gelöst haben, weiß nicht, allzu schlau, einfach Sokovia-Abkommen und dann auch kein Sokovia-Abkommen mehr, okay. So, aber andererseits denke ich mir, es war eine Notlage und dass die in Infinity War wieder zusammengekommen sind und gekämpft haben ohne Erlaubnis. Ich glaube nicht, dass nachdem die Hälfte der Welt, also beziehungsweise nachdem Thanos angreift, da jemand was sagt. Ja, aber auch danach wird ja nichts mehr gesagt zu denen. Und es sind ja wirklich nur die 6 plus 3, die Original, nee, gar nicht mal wahr. 4 von den Original 6, die das unterschreiben. WandaVision, die noch dabei sind. Beziehungsweise unterschreiben, beziehungsweise nicht unterschreiben. Ja, Spider-Man ist dabei. Ant-Man. Und Ant-Man. Und Katze. Ja, genau. Und Black Widow. Ach, Black Widow. Panther. Ja. In Infinity War sind ja noch mehr Leute mit dabei. Und Bucky. Ja, Bucky unterschreibt halt auch nicht. Nee. Aber der war sowieso schon immer gesucht von der Regierung. Ja. Ja. Und außerdem, was auch noch wichtig zu sagen ist, in dem Film ging es ja nicht nur um das Sokovia-Abkommen, sondern das Sokovia-Abkommen hat einfach nur dazu beigetragen, dass sich die Avengers zerrütten. Steve hatte eigentlich eine ganz andere Mission, aber die anderen konnten Steve nicht, aufgrund des Sokovia-Abkommens, einfach nicht folgen. Wie zum Beispiel Tony. Und der Tony war halt so ein bisschen auch in, wie sagt man, in seiner Welt. So, wir müssen uns Grenzen setzen, aber Grenzen, das war ein schönes Wort war das in Wakanda Forever? Jemand in Wakanda Forever hat das gesagt? Es ist einfach, ich kann es nicht mehr zusammentragen. Es ist einfach, den Sinn dahinter ungefähr. Es ist einfach, den Grenzen zu folgen, wenn man derjenige ist, der sie zieht. Ja. Ja. Und das tun die Avengers ja nicht. Die ziehen ja keine Grenzen für sich selber, sondern ihnen werden ja Grenzen auferlegt. Ja. Das ist das, was Cap so stört, dass er, das ist ja das, was ihm auch am Shield gestört hat. Diese Hierarchie, dieses, es gibt ein paar Leute, die oben die ganze Macht haben und wenn diese Leute Schlechtes im Sinn haben, Die Arschkarte. Ja, genau, hat man die Arschkarte und er kann er kann halt seinen Job nicht machen, vernünftig. Richtig. Also. Und aber der ausschlaggebende Punkt ist halt auch, dass, wie heißt der Typ nochmal? Scheiße. Welcher? Simo? Simo, genau. Danke, du kannst mir Gedanken lesen. Hey. Simo will die Avengers auseinanderbringen. Meinst du, warum er Wanda so mag? Weil er, ich weiß es auch nicht mehr so genau, das hat der in Falcon Winter Soldier erklärt, er möchte keine Supersoldaten haben. Er will, dass sie alle weg sind. Deswegen hat er auch jetzt in Civil War die anderen Supersoldaten umgebracht am Ende. Und aber was die nicht wissen ist, dass, beziehungsweise Seymour sagt, er möchte, also in Civil War sagt er möchte ein ganzes Regime fallen sehen. So ähnlich wie Hydra, die wollten auch ganze Regime fallen sehen und ihr eigenes darauf aufbauen. Weswegen Tony da handeln wollte. Und das nicht mit Restrictions, die ihm auferlegt wurden, oder auferlegt worden wären, hätte er das Sokovia-Abkommen unterschrieben. Ja, komm ich nun mal zu meiner Zusammenfassung, bevor wir jetzt wirklich tief in die Materie eintauchen. Da hatte ich gerade einen Frosch im Hals. Quark. Quark. Ich persönlich bin ein Mittelding zwischen euch beiden. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich persönlich finde, der Film hat viel Potenzial. Es wird viel Neues eingeführt. Er hat interessante Nebenhandlungsstränge. Es wird viel offen gemacht. Man merkt, das ist der erste aus Phase 3. Es werden wirklich viele Türen aufgemacht. Ich finde,
das, was ihr schon sagt, ihr seid jetzt gerade auch wirklich schon sehr tief ins Thema eingetaucht. Ja. Das, was mit Infinity War, da habt ihr recht, dass das schon in gewisser Weise nötig ist. Ja, es ist ein ziemlich schwieriger Grad. Ich persönlich bin kein Freund von der Captain America Bucky Plotline. Ich finde, der Film hat einen langweiligen Hauptplot und viele interessante Sideplots. Ich finde die Charaktere drumherum deutlich interessanter als den Charakter, den ich eigentlich vom Film vorgegeben mögen soll. Und das ist mein Problem mit dem Film. Ich konnte noch nie gut zu Captain America connecten. Der war nie so wirklich meins. Er war halt immer da. Aber ich war schon immer auf Tonys Seite und ich finde... Und deswegen siehst du den Film so ein bisschen falsch, weil ich bin auf Caps Seite. Das ist das ich Problem. Weiß. Ich stehe dazwischen. Ihr seid beide so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auf Tonys Seite. Ich wäre auf Caps Seite. Also, okay. Deswegen stelle ich mal eine grundlegende Frage. Hättet ihr das Abkommen unterschrieben? Nein. Auf gar keinen Fall. Ich schon. Okay, nee, wieso hättest du das Abkommen nicht unterschrieben, aber bist dennoch nicht auf Caps Seite? Das Abkommen ist einfach zu. Es bringt einfach zu viele Nachteile für die Avengers, beziehungsweise würde mir auch zu viele Nachteile bringen, wenn. Ja, klar, also die Idee dahinter finde ich gut, dass man Leute halt so ein bisschen restricten muss, dass die halt nicht alles machen dürfen. Mhm. Und dass aus ihren Sachen halt Konsequenzen geführt werden müssen. Aber nicht, indem 117 Länder vorher abstimmen müssen und sagen müssen, ja, du darfst jetzt dahin fliegen oder nein, du darfst jetzt nicht dahin fliegen. Und es schränkt die Avengers zu sehr ein. Es gibt einen Satz, der mir gerade beim Gucken sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar sagt Tony, als das erste Mal auf den Tisch kommt, sobald das PR-Feuer gelöscht ist, können wir Ergänzungen vornehmen. Also er hat gesagt, dass sie ein Mitbestimmungsrecht haben. Das Thema kam ja auch kurz auf. Und klar, wir genau wissen nicht, was in dem dicken Buch alles haargenau drinsteht. Allerdings finde ich, wenn sie dieses Mitbestimmungsrecht haben und wenn das halt wirklich auch fair ausfällt, finde ich, ist das Sokovia-Abkommen eigentlich eine gute Idee. Was wäre denn faire Mitbestimmung? Die Definitionssache von faires Mitbestimmungsrecht ist das Problem an der ganzen Sache. Ja. Ja. Aber ich stimme Tony da trotzdem zu, weil, jetzt seien wir mal ehrlich, klar, sie haben sehr viel Böses verhindert, aber Age of Ultron wäre nicht passiert, hätte Tony nicht seinen Dickkopf durchgesetzt. Der Typ vom MIT wäre nicht gestorben, hätte Tony nicht Ultron erschaffen. Unabsichtlich zwar, aber das war keine außerirdische Bedrohung. Die Frage ist jetzt, hätte er Ultron vielleicht nicht doch erschaffen? Zepter hin oder her? Weil er hat an Ultron gearbeitet. Er wollte Ultron erschaffen. Er wollte einen Schutzwall um die Erde. Ja. Und dieses Zepter war einfach nur ein besseres Mittel zum Zweck. Und ich bin mir sicher, dass Stark mit seinem schlauen Kopf Ultron trotzdem erschaffen hätte. Davon rede ich ja trotzdem. Aber ein Ultron. Davon rede ich ja trotzdem. Ja, egal ob. Also ich habe das Zepter jetzt nicht mit einbezogen. Für mich war es klar, auch wie er Ultron jetzt geschaffen hätte. Er hatte diese Version vom Schutzwall. Und es hat nicht funktioniert. Und dementsprechend, du von dem Ultron hast, auch wenn es ein anderer Ultron wäre, wäre es ein böserer Ultron? Oder wovon redest du gerade? Das wissen wir nicht. Das ist das Problem. Das sind nur Spekulationen. Das Ding ist, wenn wir aus diesem Film Age of Ultron die Avengers rausretuschieren würden, hättest du keinen vernünftigen Film. Nee, aber dann hätten. Ja. Also, wenn wir mal davon. Also, hätte Tony nicht Ultron erschaffen. Und hätten sie am Anfang nicht die Hydra-Base gestürmt, wären Wanda und der Speed Boy da ziemlich amok gelaufen. Pietro, ja. Die beiden wären unter der Leitung Hydras gewesen und dann wären die amok gelaufen in Sokovia und woanders. Also, sie haben zwar Ultron erschaffen und damit sehr viel Schaden gemacht, haben aber auch gleichzeitig Hydra deutlich geschwächt. Aber die Hydra haben die nicht durch Ultron geschwächt, sondern die
Basis hätten die so oder so gestürmt, weil die das Zepter wollten. Ja, also hätte Tony, nachdem sie das Zepter hatten, gesagt, okay, reicht jetzt. Punkt. Ich will meinen Dickkopf nicht durchsetzen. Ja, alles wäre in Ordnung gewesen. Dann wäre das Sokovia-Abkommen auch gar nicht überhaupt erst in Frage. Dann hätte es das gar nicht gegeben. Ja. Also ist Iron Man mal wieder schuld. Ja. Also Iron Man ist halt wirklich an Ultron schuld. Er hat aber auch Gewissensbisse. Ja. Deswegen ist er ja auch bereit, seine Fehler einzugestehen und das zu unterschreiben. Und ich meine, er geht ja auch wirklich auf Cap zu. Er sagt ihm, yo, hier, ich reiche dir eine Friedenspfeife. Lass uns nicht das Team zertrennen. Aber was bringt dir eine Friedenspfeife, wenn Tony dich auf eine Seite ziehen will, auf die du überhaupt nicht willst, weil er da parallel einen Hydra sieht? Ja. Weil er parallel einen Hydra oder ein Shield sieht? Beides. Er hat ja gesagt, Hydra, Shield, das ganze System muss weg. Ja. Ja, aber damit spricht er sich quasi für die Anarchie aus. Ja, aber ja. Das ist ja das, was die Avengers so stark macht, dieses, dass sie halt nun mal eben keine großen Restrictions haben und halt, zwar gibt es auch Schaden auf der Bevölkerungsseite, aber es wird deutlich größerer Schaden abgewendet. Aber jetzt seien wir doch mal ehrlich, Captain America, durch alle Filme durchgesehen, ist doch auch jemand, der eigentlich eine Machtposition genießt. Er ist doch häufig jemand, der Befehle gibt. Captain America ist besonders in Captain America 2 jemand, der viel anführt. Und das heißt, er ist eigentlich auch ein Teil dieser Hierarchie, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Es ist nicht so, als würde er sich komplett gegen solche Machtpositionen aussprechen. Naja, er aber er weiß diktiert halt, nicht, sondern er... Er diktiert schon, aber er weiß halt auch, wo die Bedrohungen sind und hat halt auch deutlich mehr Erfahrung. So. Und ich glaube nicht, dass er nur rumkommandiert, sondern dass er sich auch auf andere Vorschläge einlässt. Ja, aber das ist ja nicht ausgeschlossen, dass das nicht im Sokovia-Abkommen gemacht werden kann. Oder dass das nicht in Zukunft so gemacht werden könnte. Doch, das ist ausgeschlossen, weil er explizit sagte, ihr werdet nur auf Befehl handeln. Genau. Ihr seid keine freie Organisation mehr. Das hat Secretary Ross gesagt. Die Organisation untersteht diesen 117 Staaten. Und das heißt, 117 Staaten müssen erst zusammenkommen, oder deren Abgeordnete müssen erst zusammenkommen, sagen, machen sie das nicht, dann abstimmen. Ja. Bis dahin vergeht sehr viel Zeit. Ja, da ist halt die Frage, um eine Bedrohung abzuwenden. Klar, da bräuchtest du sowas wie einen Notausschuss und so. Das ist halt das Ding. Das ja, dann hast du aber wieder nur... an einigen Stellen halt noch deutlich besser durchdacht werden. Allerdings ist das halt auch das, was Tony meinte, dass sobald der Rummel darum ruhiger geworden ist, man die Ecken und Kanten schleifen kann. Ja, aber dann hast du dann da. Aber dann hast du dein Otto da drunter und dann musst du erstmal spuren. Ja. Und wer weiß, inwiefern das geschliffen werden kann. Das ist das Problem. Wenn du erstmal unterschrieben hast, dann hast du dich ja damit. Sagst du ja, dass das, was da drin steht, dass du dem zustimmst, bevor es geschliffen wurde. Ja. Die unterschreiben ja, bevor sie es überhaupt schleifen können. Ja. Und dann ist die Frage, ob sie es dann überhaupt noch schleifen können oder ob die Regierung dann sagt, ja, ihr habt jetzt keine Rechte mehr daran, da was groß dran zu verändern. Ja, das kommt dann halt wirklich kleinlaut darauf an, wie viel, was exakt da drin steht. Da musst du halt wirklich Paragraphenreiten betreiben. Und musst halt wirklich genau gucken, was da... Und das ist halt Informationen, die wir nicht haben. Uns wurde da jetzt nicht 90 Minuten lang das Buch vorgelesen. Ja, also um genaue Schlüsse zu ziehen, müsste man das Sokovia-Abkommen kennen. Und ja, das aber... Das wurde uns halt in dem Film nicht erklärt. Im Großen und Ganzen schränkt es sie erstmal davon ein, alleine zu handeln. Das heißt, sie dürfen nichts mehr auf eigene Faust machen. Ja. Und daran, das ist ja der Hauptaspekt daran, und ich glaube nicht, dass sie den einfach mal umdrehen können und sagen, wir machen jetzt trotzdem alleine und ihr segnet das im Nachhinein ab. Das wird vorher einen Ausschuss geben müssen, der darüber entscheidet. Was aber zum Beispiel ja Iron Man getan hat. Der hat davor gehandelt und hat auch gesagt, am Ende halt, ne, dass er das Sokovia-Abkommen jetzt gebrochen hat. Ja. So schnell kann es gehen. Ein Notfall, sie gehen dahin, Sokovia-Abkommen sofort gebrochen. Sonst müssen sie erst warten, gucken, dass dann da genug Leute zustimmen und dann dahin fliegen. Und das ist halt sehr viel Zeit, was
bei so einer New York-Invasion oder so einem Thanos. Ja klar, da müsstest du dann gucken, dass du vielleicht einen Notausschuss machst, vielleicht sogar auch mit Leuten von den Avengers. Ja, aber das entspricht halt nicht dem Gedanken, den Cap für die Avengers hatte, als er Mitgründer war. Naja, der Gedanke entspringt ja eigentlich eher durch Nick Fury und nicht durch Cap. Ja, der Gedanke der Avengers ist ja... Okay, die Avengers-Initiative, wenn man es genau nimmt, ist von drei Leuten gegründet worden. Howard Stark, Peggy Carter und wer war der dritte? Fury? Nee, der andere Militärtyp, der in Cap 1 Cap ausgebildet hat. Ich weiß, der die Granate geworfen hat. Nachdem er quasi ins Eis geflogen ist. Ja, genau. Nein, nachdem Cap ins Eis geflogen ist, haben die drei das gemacht. Genau. Naja, das sind die Gründungsmitglieder von, nicht von den Avengers, aber von S.H.I.E.L.D. Ja. Scheiße, jetzt habe ich mich genau. Hab und getan. Der Gründer von den Avengers ist Nick Fury. Ist Nick Fury auf dem Zeug, was Pegasus da quasi, was da in Captain Marvel abgegangen ist. Ja. Daraufhin hat er die Avengers-Initiative gegründet. Ja. Mit Leuten, die Kräfte haben, um außerirdische Bedrohungen abzuwenden. Ja. Und der Grundgedanke ist, dass die schnell handeln können. Aber der Gedanke von Nick Fury ist ja nicht nur der Gedanke von Nick... Es ist nicht nur der Gedanke von Nick Fury, sondern Cap hat ja auch mitgemacht, weil ihm gesagt wurde, hier so und so läuft's ab. Und jetzt wird ihm gesagt von Secretary of so und so läuft's ab und da ist er dann nicht mehr bei. Ja. Ich frage mich, ob wir das Prinzip des Sokovia-Abkommens nochmal wiedersehen werden in Thunderbolts. Weil Thunderbolts ist ja eigentlich der Suicide Squad. Und wenn man sich den Suicide Squad anguckt, der steht ja eigentlich unter staatlicher Leitung. Ja, das wird und Fehler machst. Agent Thunderbolt Ross ist ja quasi dann sehr wahrscheinlich Harrison Ford und dann der Begründer der Thunderbolts. Und da ist dann die Frage, werden die quasi auf dieses Sokovia-Abkommen zurückgreifen? Das werden wir dann in Thunderbolts sehen. Ja. Ja, die Idee des Sokovia-Abkommens finde ich auch nicht schlecht, nur die Umsetzung ist halt einfach Schrott. Genau. Ja. Aber wir reden jetzt gute 30 Minuten über das Sokovia-Abkommen. Wir sollten vielleicht jetzt auch mal... Am Anfang des Films anfangen. Ja, schau, ich würde sagen, der erste Akt geht ungefähr bis zur Festnahme von Bucky, Cap und T'Challa. Dass das alles der erste Akt ist. Wir haben halt quasi ganz normale Exposition mit... wir werden mal wieder ins kalte Wasser geworfen. Wir kennen den Gegner nicht vernünftig. Wir sehen einfach nur, dass sie mitten auf einer Mission sind und da geht dann irgendwas schief. Actionreiche Szene direkt zum Anfang. Bin ich ehrlich, zu viel Shaky Cam. Nicht nur zu viel Shaky Cam, auch einfach die Schnitte waren viel zu schnell gesetzt. Ein ziemliches Schnittgewitter gehabt. Genau. Ja. Und es war einfach, man hat... In diesem Film, es wurde aufgezeigt, man kann es so viel besser machen, wenn man später sich die Flughafenszene anguckt. Die ruhigere Art und dieses nicht so, also wenn man kein Schnittgewitter hat, wirkt eine Szene viel authentischer, wirkt sie viel besser. Oft wird sowas einfach nur gemacht, um die Choreografie zu verschleiern. Genau, Sachen, die nicht so schnell oder so spannend sind, dann doch schneller gewackelt werden. Es fühlt sich einfach ruckliger an und ich muss sagen, ich glaube, das hätte es da gar nicht gebraucht. Das, was Natascha und so da oder die Stunt-Doubles in dem Fall, da hingelegt haben, ich glaube, das hätte man nicht so verwackeln müssen. Dafür waren die Stunts eigentlich gut genug. Generell, das war ja nicht nur Natascha's Stunt, sondern generell die Stunts. Ja, meine ich ja, die Stunt-Double allgemein. Die sind ja nicht nur Stunt-Double, teilweise machen die Actors das ja auch teilweise alleine. Boah. Ja. Ne, aber eigentlich sind die Choreografen von Marvel nicht schlecht. Und in den Das Ding, eigentlich werden Schnittgewitter nur dann eingesetzt, wenn Charaktere oder deren Doubles das nicht hinkriegen. Wenn du quasi einfach retuschieren willst. Genau, wenn du retuschieren willst, dass eine Kampfszene nicht so gut choreografiert ist. Ja. Aber das war sie einfach nicht.
Nee, sie war nicht schlecht choreografiert. Sie war nicht gut oder nicht schlecht choreografiert? Sie war nicht schlecht choreografiert. Ja, das meine ich ja. Andererseits muss man auch überlegen, vielleicht war sie auch für uns nicht so schlecht choreografiert. Also hat auf uns nicht so gewirkt. Weil wir das Schnittgewitter, ja. Das müsste man sich dann nochmal genauer analysieren. Aber ich meine, eigentlich können die das ja. Da hat Marvel ja auch in letzter Zeit, finde ich persönlich, gut gelernt. Wir hatten zum Beispiel diesen in Hawkeye Folge 3 diesen einen richtig schöne lange Kamerafahrt. Die in dem Auto, kannst du dich daran erinnern? Wo die im Auto sind und du ohne Schnitt die ganze Zeit einfach nur hin und her drehst. Oder zum Beispiel auch Shang-Chi hat auch unglaublich schöne Kampfszenen, die auch draufhalten. Ja, auch generell der ganze Cast, auch aus dem Film, können das ja eigentlich. Ja. Das ist ja nichts, was du eigentlich vertuschen musst. Ja. Und da kommt halt das Problem auf mit dem Sokovia-Abkommen. Das überspringen wir mal kurz, das haben wir gerade schon ausführlich diskutiert. Ja. Ich glaube, wir haben unsere Standpunkte auch klar gemacht, es sei denn, irgendjemand möchte jetzt noch kurz was dazu einwerfen. Okay, gut. Nee. Idee gut, Umsetzung schlecht. Punkt. Ja. Flughafen. Und deswegen bin ich auch Nein, noch nicht. Ich wollte gerade. Wir sollten erstmal über T'Chakas Tod sprechen. Ja. Beziehungsweise die Einführung des Black Panthers, oder? Mhm. Das ist ja schon ein massiver Teil. Wir haben hier. Black Panther wird mal wieder nicht in seinem eigenen Film. Oder es wird mal wieder ein Marvel-Charakter nicht in seinem eigenen Film eingeführt. Ja. Hallo, es wurden zwei nicht eingeführt in dem Film. Ja. Spider-Man ja auch. Kommen wir gleich auch noch drauf. Spider-Man zu sprechen. Auch. Zwei Charaktere, die nicht in ihrem eigenen Film eingeführt werden. Ist eine interessante Idee, da das kurz danach kam ja Black Panther raus. Da haben Dave und ich vorhin vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise als du noch gar nicht hier warst. Da es gibt ein Problem, nicht unbedingt Problem, mit T'Challa. T'Challa hat in diesem Film schon einen gewaltigen Story-Arc. Er lernt umzugehen mit dem Tod seines Vaters. Ja. Dieser Story-Arc wird am Ende abgerundet, wenn er Zemo davon abhält, sich umzubringen und sagt, Rache verzehrt einen nur. Ich werde nicht zulassen, dass die Rache mich verzehrt. Das lernt T'Challa in diesem Film. Und das wird zum Beispiel 1:1 in Wakanda Forever von Shuri zitiert mit der Rache. Der Dialog ist da 1:1 drin. Ja. Das Problem ist einfach nur, dass damit schon der Story-Arc, die Charakterentwicklung für den eigenen Film, für Black Panther genommen wird. Darf ich kurz? Okay. Black Panther ist der einzige Film, wo einfach zwischendurch mal für 20-30 Minuten der Antagonist rausgenommen wird. Am Ende, wo er den Protagonist, ja meine ich ja, wo der Protagonist rausgenommen wird, am Ende, wo er da ja den Wasserfall, oder in der Mitte, wo er den Wasserfall runterfällt. Du hast es in keinem anderen Marvel-Film, dass der Protagonist rausgenommen wird. Und das ist halt das Problem, du hast bei T'Challa in seinem Film keine richtige Charakterentwicklung. Naja, du hast die Charakterentwicklung in dem Sinne, wie er damit umzugehen hat, König zu sein. Das hast du ja über den ganzen Film. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass wir den Hauptcharakter mal für eine halbe Stunde rausnehmen, weil dadurch die Nebencharaktere auch mal beleuchtet werden. So, man kennt ihn schon, man weiß so ungefähr, wie er tickt. Dann hast du das Problem mit, er ist König, aber er weiß nicht wirklich, wie er das machen soll. Dann werden so ein bisschen die Nebencharaktere beleuchtet. Und dann kriegt er halt seinen Endkampf. CGI-Fight. Ja, seinen Endkampf. Und wird halt vollkommen zum König. Ja, aber ich finde trotzdem, dass es am Ende verschont er ja zum Beispiel auch Killmonger. Er gewährt ihm noch diesen letzten Ausblick und das unterstreicht zwar seinen Charakter, aber ist an sich dieselbe Charakterentwicklung, die er mit Zemo auch schon hat. Ich finde aber nicht, dass es nur Charakter. Also, er hatte ja nie vor, ihn zu töten. Wen? Zemo? Killmonger. Achso.
Also, sie haben sich doch schon ordentlich geklatscht da. Ja, natürlich haben sie sich ordentlich geklatscht, aber ich glaube nicht, dass er da hingeht und mit der Intention hingeht. Nein, aber ich will ihn killen und ich finde, das unterstreicht seinen Charakter eher mehr nur noch. Ja, aber das auch nur, weil da schon die Charakterentwicklung zu Ende war. Da war er schon an dem Punkt, ich will nicht töten, ich will nicht, dass die Rache mich auffrisst. Ich möchte gnädig sein. Aus dem Grund macht er das ja. Guck mal. Ja, deswegen hat er ja auch, hatten wir auch in Wakanda Forever, als Shuri mit Killmonger, ja. Killmonger geredet hat. In dieser Zwischenebene. Ja. Mhm. Da hat der Killmonger ja auch gesagt, willst du gütig wie dein Bruder sein? Oder tun, was nötig ist, wie ich? Ja. Und ich sag's mal so, hätte er den Story-Arc da nicht gehabt, wäre das sehr gut gewesen, den da noch einzufügen. Dass du dann quasi am Ende T'Challa hast, der am Ende mit Killmonger lernt. Ich töte dich nicht. Das ist ja genau dasselbe, was Shuri auch lernen muss. Ja, aber ich glaube, das wird zu viel gewesen für seinen eigenen Film. Naja, dafür, dass du ihn mal eben 20, 30 Minuten rausnehmen kannst. Weißt du? Aber so ein Rachepart hätte da nicht wirklich reingepasst. Ich finde eher, dass der Film mehr beleuchtet, wie es ist, dass er König ist. Dass er lernen muss, König zu sein, zu herrschen. Ich finde, der Film beleuchtet viel mehr Wakanda als T'Challa. Es wird uns viel mehr diese neue Welt Wakanda beigebracht, anstatt dass wir uns wirklich auf T'Challa fokussieren. Aber was auch gut ist, weil wir Wakanda halt noch nicht kennen. Ja, klar. Wir kennen Wakanda noch nicht. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich möchte damit nur sagen, es ist mir aufgefallen und man sollte mal wenigstens drüber sprechen. Ja, ich finde dann aber, der wäre der Film zu voll gewesen. Ich finde, der Film ist halt gut ausgebalanced, so wie er ist, weil man die Charakterentwicklung in Civil War schon hatte. Dass man dann halt in Black Panther halt viel mehr diese anderen Seiten von Wakanda beleuchtet und wie man Chadwick zum King da macht, etc. Ja. Diese ganzen Seiten. Mhm. Ja. Also wie gesagt, dass man den 20, 30 Minuten rausnimmt, möchte ich auch festhalten, finde ich persönlich nicht schlecht. Ich finde es gut, dass man dann quasi M'Baku und das Jabari-Land nochmal hervorhebt. Das beleuchtet bloß mehr die Nebencharaktere. Ungewöhnlich, dass man den Protagonisten rausnimmt. Das hast du in keinem anderen Marvel-Film. Ja, aber solange es klappt. Ja, ja, das und das konnten super. Die dank der Vorarbeit von Civil War machen. Ja. Weswegen es eigentlich auch gut ist, dass er da eingeführt wurde, finde ich. Ja, klar. Ich meine, das ist halt, du hattest wenigstens schon mal eine Konnektivität ins MCU und alles drum und dran. Ja, das ist sowieso wichtig bei neuen Leuten und von daher finde ich es auch gut, dass... Sonst hättest du wieder so Guardians of the Galaxy mäßig gehabt. Oder Captain Marvel mäßig. Ja. Wo ist Fury? Ja. Steht auf einmal da. Wo ist Fury? Ja. Okay, wir haben jetzt Captain Marvel. Ja. Ja, und von daher finde ich es gut, dass sie zwei Leute ins MCU holen, die noch keinen eigenen Film haben, wo man nicht weiß, was deren Intention denn überhaupt ist. Ja, theoretisch hatte man drei, weil Ant-Man ist, glaube ich, erst später rausgekommen, auch wenn er chronologisch davor spielt. Oder? Boah, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber was ich nochmal kurz erwähnen wollte, da hast du aber einen kleinen Unterschied. Black Panther, also T'Challa, hat einen deutlich größeren Fokus als Spider-Man in diesem Film. Ja. Du hast bei Spider-Man keinerlei Charakterentwicklung. Die bekommt er in seinem eigenen Film. Der ist halt einfach nur kurz in Deutschland dabei und in der Endcredit-Szene. Also, halt, das war's. Was ich eben nochmal sagen wollte, Ant-Man muss vor Civil War spielen. Sonst macht die Szene mit... Nee, ich meine vom Release-Date her. Deswegen. Von der Post-Credit-Szene meine ich. Einfach von dem... Welche von der Post-Credit-Szene? Von Ant-Man. Du würdest ja nicht die... In die Civil War rein. Das Post-Credit-Scene von Ant-Man war, dass der Wasp-Anzug fertiggestellt wird. Das hat nichts mit Civil War zu tun. Ja, aber. Darf ich kurz? Ich will mal eben was nachgucken. Dings, wie heißt da? Die mit Bucky, mit dem eingeklemmten Arm, meinst du? Ja, wo er sagt, ich kenne da jemanden. Meinst du die Szene? Genau, wo er sagt, ich kenne da jemanden, dann kommt Ant-Man. Das würde sehr random kommen. Ja, aber das wäre nicht das erste Mal, dass so eine random Scheiße passiert im MCU. Also Ant-Man kam 2015 raus, Civil War 2016. Also passt das, okay, dann passt das doch, okay, gut. Ja, weil hätte ja keinen Sinn gemacht für einen Film, der schon längst draußen ist, da eine Szene reinzupacken. Ja. Da, okay. Das war das, wo du, glaube ich, drauf hinaus wolltest, oder?
ich wollte auch darauf hinaus, dass hier Monsieur Fliegetyp, wie heißt er, Falken sagt, ich kenne da jemanden. Ja. Und die sich so gut kennen und... Ja, ja, das ist ja die Szene. Ja. Die kennen sich nur, weil Ant-Man ihn verkloppt hat. Ja. Ja. Und das war Anfängerglück. Ganz ja. großes. Beziehungsweise ganz kleines Anfängerglück. Ja. dann kommen wir auch schon halt zu der Inhaftierungsszene, wo ich nochmal kurz ansprechen möchte, dass wir einen weiteren Black Panther Charakter eingeführt bekommen. Wir haben das ist aber nicht Okoye gewesen. Ich rede von Ross. Achso. Wir haben diesmal übrigens zwei General Rosses, oder nee. Wir haben einmal Thunderbolt Ross in dem Film und wir haben einmal Agent Ross. Achso, ja, stimmt. Verwirrung. Ja, warten. Ich weiß, was du meinst. Ich wollte eigentlich auf die Frau hinaus, die ich dachte ja, auch Secretary Ross und Agent Ross, so ja. zu sagen. So, ich war mir mit den Titeln nicht du sicher. Hast ja noch einen zweiten Charakter aus Wakanda. Ich dachte auch erst, das wäre Okoye, aber sie klang nicht wie Okoye. Ist die kleine Glücke und sie sah eigentlich auch aus wie Okoye. Ich weiß nicht, ob das die Freundin, Frau von T'Challa war, die ihn abgeholt hat, oder einfach irgendwer von den Dora Milaje. Ja, ich glaube, wenn schon irgendjemand von den Dora Milaje, weil wenn es die Freundin Frau war, war es ja Nakia und das war nicht Nakia. Guck mal in den Cast von Civil War, wer da noch bei ist, vielleicht. Der Cast ist riesig. Ja, normal. Ja. Martin Freeman, so hieß er. Wer? Achso, Agent Ross. Agent Ross. Agent Ross. So, Werbeblock ist beendet, weiter geht's. Ja, wir wollten nochmal kurz über die verschiedenen Charakterkonstellationen reden, allgemein auch so über den Flughafenkampf. Wir haben hier auch das mit Interessanteste an dem Film. Das erste Mal, dass auch wirklich die Beziehung zwischen Wanda und Vision gezeigt wird. Wir haben halt immer quasi, wir haben zu jedem ein Gegenpaar. Wir haben Wanda zu Vision, wir haben Scarlett Johansson, also Black Widow zu Clint Barton. Das sieht man nachher auch auf dem Kampffeld. Wir haben den Falken zu Don Cheadle. Also, ich kann mir den Rollennamen nicht merken. War Machine? Nee, War Machines Gegenpart ist doch Falcon, ne? Ja, ja, sagt er. Sagt er, ja. Klar, doch, Falcon. Ich dachte gerade jemand anders. Ja. Bucky und wir Spidey. Gegenparts hätte ich quasi gesagt Ant-Man und Spidey als die beiden Neuen, die quasi noch undefiniert sind. Und aber wer bleibt dann noch für Bucky übrig? Panther. Panther, stimmt. Ja. Und dann halt Cap und Iron Man. Genau. Dass quasi jeder so seinen eigenen Part zugewiesen hat, auch quasi schon durch vergangene. Wobei ich finde, dass Natascha keinem von beiden Teams wirklich angehört. Naja, sie wechselt ja zwischendurch. Ja, sie löst nur Versprechen ein. Ja, und sie macht das, was sie am besten kann. Und seien wir mal ehrlich, Natascha war schon immer ihr ganzes Leben darauf programmiert, Befehle zu befolgen. Ja, beziehungsweise auch. Deswegen kann ich schon verstehen, dass ihr sich auch für Tony ausspricht, weil sie kennt es nicht anders. Also für Sokovia-Abkommen. Ja. Wobei, Befehle zu befolgen, aber auch gleichzeitig ihr eigenes Ding zu machen. Ja. Darum finde ich, dass sie keine Seite wirklich wählt, sondern einfach mal leckerlustig wechselt, wie sie gerade am besten passt. Aber trotzdem somit auch, klar, hin und her wechselt. Allerdings in Infinity War dann später auch der Ruhepol ist. Sie ist ja auch quasi die beiden wieder zusammenführt, das Feuer so ein bisschen löscht. Ja. Darin ist gut, Feuer zu löschen. Ja. Hulk, Cap Tony. Clint, der ja auch hier das erste Mal in Ruhestand gehen wollte. In Ruhestand geschickt wurde. Geschickt? Von wem? Wo ja, wollte. Weil er das Sokovia-Abkommen nicht unterschreiben wollte, I guess, oder? Ja. Auch. Ja, auch. Aber das ist ja auch was sich immer weiter durchzieht. Clint, der quasi familiennah sein will. Ja, stimmt. Auch mit Hawkeye und allem drum und dran. Stimmt, nach Age of Ultron ist er zu seiner Familie gegangen und ist da erstmal auch geblieben. Ja, und in Infinity War ist er ja auch nicht dabei. Da ist er ja auch im Ruhestand in Infinity War. Aber erst seitdem seine Familie dann weg
geblippt wurde, wird er ja zum Ronin und geht quasi auf die Rache-Tour. was dann quasi Punkt, für alles Hawkeye die Rache auf verschlingt. Ja. Ja. Wo er dann quasi für Hawkeye alles quasi Setup, nenne ich es mal. Für die Serie dann halt. Ja. Ja, und selbst da versucht er dann wieder quasi Kate noch irgendwie mit durchzuboxen, aber bis Weihnachten will er eigentlich wieder zu Hause sein und ja, man also kann seiner, sagen, er, es will, ist, er ist ein Familienmann, also er will bei seiner Familie sein, schafft es aber irgendwie nicht. Ja, man merkt so, Ende Age of Ultron und Civil War ist das erste Mal, dass jetzt so wirklich klar wird, yo, Clint möchte eigentlich nicht der große Held sein, er will jetzt eigentlich aussteigen. Aber irgendwie klappt das noch nicht so ganz. Ja, er versucht immer auszusteigen, schafft es aber nicht. Ja. Weil dann bitte, bitte gemacht wird, hilf uns nochmal, okay. Ja. Clint ist wirklich der einzigste Charakter im MCU, der sagen kann, okay, ich muss dahin, die brauchen mich. Ja, Bogenschützen ohne Superkräfte. Ja. Also beziehungsweise, die brauchen mich, sondern ich muss dahin, die wollen mich. Die anderen sind so, die brauchen mich, ich muss dahin. Oder Clint ist so der einzigste. Ja. Ich verstehe in etwa, wie du das meinst. Und er hat in dem Film ein paar Pfeile verschossen, daneben geschossen. Nein, hat er nicht. Nein. Doch, das war mit Absicht. Nein, um Wanda Zeit zu verschaffen. Ich meine nicht den. Sondern in der Szene mit Black Panther. Black Panther, da hat er zwei Pfeile neben Black Panther gesetzt. Den ist Black Panther ausgewichen. Nee, da hat er bestimmt irgendwas hinter ihn getroffen. Der verschießt nicht. Das kann nicht sein. Der hat bestimmt so eine Libelle oder so dann aus der Luft geholt. Ich weiß, was du meinst, weil mir ist die Szene auch aufgefallen und mir ist auch aufgefallen, der hat auch eigentlich gesagt, der trifft nie, aber da muss doch irgendwas hinten. Verschießt da. Nie, ja. Ja, da merkt man, der Ruhestand bekommt ihm nicht. Auch wenn er Golfen. Anscheinend noch gut im Golfen ist. 18 Löcher. Schläge, 18 Löcher. 18 Treffer. Ja. Das war der zweite gute Teil. Ich finde es auch schön, dass wir Spidey eingeführt haben und auch sofort so ein bisschen die Charaktere um Spidey drumherum. Man hätte es theoretisch auch machen können, wie das Tony gesagt hat, ich habe da jemanden und man ihn erst ins Schlachtfeld reinbringt. Aber ich fand es schön, dass wir diese Szene mit May noch haben. Und dass Spidey auch eigentlich gar nicht erst so wollte, dass Tony jetzt bei ihm im Zimmer steht und irgendwas Krasses vorhat. Ja, es würde einfach zu plötzlich kommen. Ich glaube, Spidey war ein bisschen zu, wie sagt man das auf Deutsch, zu calm. Wie heißt das? Ruhig, unbekannt, leise? Ruhig. Zu ruhig dafür, dass fucking Tony Stark in seinem Zimmer steht. Ja. Aber wie ich habe mich gefreut damals über den Auftritt von Spidey. Ja, doch. Ja. Ich bin auch gespannt, wie ihr zu den Spidey-Filmen steht. Ja, das wird lustig. Finde ich gut. Ich finde den ersten ein bisschen schwächer, aber... Die werden mit von Film zu Film besser. Ja. Ich weiß, dass viele absolut den zweiten absolut nicht leiden können, was ich nicht verstehe. Werden wir dann darüber sprechen. Ja. Ja. We will see. Hast du gerade gesagt, ich? Echt, habe ich gesagt. Achso, echt, okay. Ja. Das ist quasi alles das, was sich dann auf dem Rollfeld abspielt. Ja. Ich finde es auch lustig, dass sie das in Deutschland spielen lassen haben. Auch. Dass das Sokovia-Abkommen der Großteil des Films spielt ja in Deutschland. Ja. Ja, die ganzen alten Polizeiautos, die nur blau waren, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Man merkt aber langsam, dass Marvel auf die auf den Geschmack kommt, quer über die Welt zu spielen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das musst du bei so einem großen Universum auch machen. Wenn du so viele verschiedene Leute hast, die kannst du nicht alle in New York lassen. Ja, das ist so, die meisten Filme sind so, die spielen in Amerika und Amerika verkörpert die ganze Welt. Europa und Asien gibt es nicht. Ja, so, gefühlt so. Das sind sehr, sehr, sehr viele Hollywood-Filme. Das sind die amerikanischen Filme. Ja, es sind halt, ja, die kommen halt aus Amerika. Das sind amerikanischen Filme. Und das ist ein bisschen das Problem. Und Marvel hat genau das Richtige gemacht. Die waren am Anfang auch so, okay, die ganze Welt wird bedroht, aber wir kämpfen jetzt in New York und New York ist Mittelpunkt. Ja. Aber die haben sich da dahingehend gebessert und nehmen nach und nach die ganze Welt mit ein. Die, Weil es wird ja auch nicht nur immer nur New York oder die USA bedroht, so. Klar, okay, ich sag's mal so, wenn sich ein großes schwarzes Loch am Himmel öffnet, das muss halt schon irgendwo sein. Und auch irgendwo, wo man ein bisschen mehr kennt. Das ja. kann jetzt nicht in irgendeinem Kuhdorf sein. Holland! Auf irgendeiner Weide!
Spider-Man war auch schon in Holland auf irgendeiner Weide. Deswegen kam ich da gerade auch drauf. Aber auch da wieder, auf einmal ist er in Holland. Nicht irgendwo in von Amerika links oben nach Amerika rechts unten gewandert, sondern er ist direkt in Holland. Ja. Von Holland in Holland. Haha, nice. Ja, das Ding ist auch... durch die mir jetzt das aufgefallen. Das Ding ist ja auch, durch die USA zu fliegen dauert zwar ein bisschen, aber für manche Szenen würde es dann einfach zu schnell gehen, wenn sie einfach nur von A nach B in den USA fliegen würden und hin und her und hin. Das ist schon praktischer. Was hatten wir diesmal? Wir hatten Lagos, klar, wir hatten die USA, wir hatten Berlin, wir hatten Moskau war das, glaube ich. Moskau, ja. Moskau. Budapest. Nein. Bukarest. Und wir hatten Wakanda. Sechs verschiedene Orte all over the world. Hatte ich schon. Achso. Ja, das ist, das macht diesen Aspekt des ich fliege mal dahin und noch deutlich besser, weil die Charaktere brauchen ein bisschen, bis sie da sind. Auch wenn du das nicht siehst. Ja, klar. Und wenn es zwei nebeneinander Städte sind. Atlantischer Ozean hast du vergessen. Das Gefängnis. The Raft, ja. The Raft. Ja, okay. Aber das sah aber auch sehr amerikanisch aus. Ich sag nicht, dass das nicht im amerikanischen Hoheitsgebiet war. Ich sag nur, es war im Wasser. Ja. Name? Was? Ja. aber es macht diesen Aspekt des Reisens einfach noch deutlicher, wenn es auf der ganzen Welt spielt. Ja. Ja, ja, ist gut. Letzter Akt? Meiner Meinung nach der schwächste Akt. Ja. Sobald der Flughafenszene vorbei ist, ist für mich der Film eigentlich auch vorbei. Leider. Ja. Ich finde nicht. Ich finde... Hast recht, diese eine Szene mit Chadwick und Daniel Brühl, die ist... Die ist gut. Nee, das Problem ist halt, der Film hätte keinen richtigen Abschluss, wenn die das nur bei der Flugzeugszene. Ja, klar. Der hätte einen anderen Abschluss wählen müssen. Klar, nee, aber der Abschluss, den die gewählt haben, ist, finde ich, sehr, sehr gut. Dass eben, der bereitet uns den Weg auf Infinity War sehr gut vor. Dass die halt dann am Ende doch auseinanderbrechen, dass. Jetzt habe ich seinen Namen auch. Achso, Seymour. Dass Seymour an sein Ziel gelangt. Und die Avengers auseinanderbrechen lässt. Das ist so, in Infinity War haben die nicht das erste Mal verloren, sondern in Civil War haben die das erste Mal verloren. Nee, er gelangt ja nicht ganz an sein Ziel, er will sie ja töten. Er will ja, dass sie sich untereinander töten. Er will die Avengers ja ausmerzen. Gut, stimmt, aber ja gut, das hat er nicht geschafft, aber er hat sie auf jeden Fall auseinandergebracht. Ja. Und das ebnet uns einen sehr, sehr guten Weg für Civil War. Dass Tony am Ende dann doch durchdreht, anstatt als Freund mit denen zu kämpfen, nur weil Bucky seine... Okay, was heißt nur? Weil Bucky seine Eltern umgebracht hat. Okay. Und Cap es die ganze Zeit wusste. Ist halt... Finde ich von... Aber ich weiß nicht mehr, ob das auch noch in den Filmen vorkommt oder ob ich mir das gerade ausdenke, aber ich glaube, Cap redet doch auch mit Tony und sagt, Tony, es tut mir leid, dass ich es dir nicht erzählt habe. Nee, ich wollte. Das war der Brief. Stimmt. Der Brief. Stimmt, das war der Brief. Deswegen habe ich das gerade im Kopf. Ja. Ja, der Brief war eigentlich nochmal ganz schön. Ich weiß nicht, ich bin einfach kein Fan davon, dass sie da jetzt sich am Ende alle zu Brei kloppen. Ich schon. Weil an manchen Stellen denkst du halt wirklich, Junge. Oder Leute, setzt euch hin und redet verdammt nochmal. Schlagt euch nicht den Schädel ein, redet. Es sind beide Seiten. Sowohl Tony und Buck, Cap und Bucky drehen an manchen Stellen echt hohl, obwohl Tony an manchen Stellen auch, besonders wenn es dann nachher mit dem Video und so. Das hast du auch den ganzen Film ist. Über, habe ich schon so das Gefühl. Was das Sokovia-Abkommen wieder befürwortet. Weil man auch wieder sieht, okay, die brauchen etwas mehr Regulierung, weil die sich auch untereinander einfach die Köpfe einschlagen, wenn die wollen. Also. Setzt euch hin und verdammt nochmal redet miteinander. Das ist ja auch das, was ich so gut fand, dass Tony das versucht hat mit Cap, aber Cap dann nachher gesagt hat, yo, pack deinen Stift wieder ein, nur weil du Wanda... Ist da noch was drin, darf ich auch? Ja, klar. Nur weil du Wanda quasi in einem Penthouse mit Pool und Kino gefangen hältst für ein paar Tage, heißt das nicht, dass man sofort so hohl drehen muss. Das war so...
Ja, das Problem, noch, was ich... Egal, ob es ein Penthouse ist oder nur ein Quadratmeterzimmer, es ist Freiheitsberaubung. Und das sieht Cap ja genauso wie ich. Halt das Mädchen nicht auf. Warum? Ja. Wenn und ich meine, wenn man... Dummes anstellt. Ja. Es hat nur was Dummes angestellt, weil es Befehlen gefolgt hat. Klar, ich bin ehrlich, die Szene mit dem Paprika kaufen fand ich auch ein bisschen übertrieben. Aber das ist halt so das, wo ich sage, Leute, setzt euch hin und redet darüber. Dann müsst ihr halt gucken, dass ihr... Es gibt ja nichts zu reden, weil Tony nicht wirklich reden... Also er redet nur mit Cap, aber nicht mit allen anderen. Er ist wieder so dieses Hierarchie, was Cap meiden will. Tony stellt sich so über alle und redet für die. Du meinst, weil er am Anfang schon mit dem Secretary Ross gesprochen hat, bevor... Nein, weil er Sachen über andere hinweg entscheidet. Ja. Weil er so dieses, ja, auch dieser arrogante Reiche ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das war ja damals das Problem zwischen den beiden schon immer. Ja. Aber, ja, nee, das hast du aber auch bei vielen Filmen, dass du dir denkst, okay, du könntest jetzt den Plot, also du könntest das so viel besser lösen, indem die beiden sich einfach, jetzt nicht nur auf die beiden bezogen, sondern allgemein auf Filmcharaktere, setzt euch hin und redet mal 5 Minuten miteinander. Ja. Ja, aber das Problem ist halt, wenn du einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen willst, dann kannst du dir jeden Superheldenfilm abschminken, weil da ja, könnten klar alle sich einfach nur hinsetzen und reden und dann wäre alles aus der Welt geschafft. Gesundheit. Danke. So ohne Civil War, also hättest du Civil War anders gestaltet, mit diesem, ja gut, wir reden uns aus, dann hättest du den ganzen Film auch sparen können. Ja. Das ist das Problem, deswegen finde ich den Film so, wie er ist, schon gut, weil hättest du es anders gemacht, wäre er halt einfach scheiße geworden. Das ist zum Beispiel auch, so blöd das klingt, in Wakanda Forever, ich war auch dafür, dass Königin Ramonda einfach die Wissenschaftlerin ausliefert und es ist das wahr. Egal, ob es jetzt... Aber man tauscht keine Leben ein. Ja, ich weiß, aber ja, ich hätte so gemacht. Du bist aber nicht der König Wakanda. Jetzt mal ehrlich, für die kleine Wissenschaftlerin sind so viele Wakandaner gestorben. Ja, aber ja, es geht ums Prinzip. Leben mit einem Leben rechtfertigen. Oder mit vielen Leben rechtfertigen. Ich kann das. Und das ist auch so ein bisschen Caps Gedanke. Klar gibt es Kollateralschäden. Das ist gut, dass du das aufgreifst. Weil das wird gerade sehr philosophisch. Das ist auch gerade so ein bisschen Caps Gedanke. Klar, es gibt Kollateralschäden, aber wir tauschen Leben nicht gegen Leben, sondern wir versuchen, jedes Einzelne zu schützen. Ja, genau. Auch wenn ein paar Häuser auf ein paar andere Leute fallen. Ein bisschen Schwund ist immer. Du kannst nicht alle retten, aber du kannst nicht... Aber du solltest auch nicht einfach welche aufgeben. Du solltest nicht aussuchen. Du darfst leben, du darfst sterben. So, sondern du solltest schon... Also, Cap will ja schon halt das jeden retten. Er kann es zwar nicht, aber er versucht es. Ja, klar. Aber wenn du dann die Wahl hättest zwischen einer Person und 100 Leuten, für was würdest du dich entscheiden? Du weißt ja nicht, wie es ausgeht. Deswegen würde ich erstmal bei der einen Person bleiben. Du weißt nicht, ob 100 danach tot sind oder nicht. Ja, aber wenn du weißt. Nein, weißt du nicht vorher. Darf ich am Beispiel von Wakanda Forever? Wenn ein Namor deine Stadt angreifen würde, musst du mit Verlusten rechnen. Sei es jetzt 100, sei es vielleicht auch nur eine Person, aber alles dazwischen wäre möglich. Entweder kannst du dann sagen, ich habe eine erste Person, oder ich habe ein Spektrum, das möglich sein könnte. Und da ist halt die Frage, was ist die sichere Variante? Naja. 100? 200? 500? Vielleicht keiner mit etwas Glück? Naja, dann hast du aber das Problem, entweder entscheidest du, du musst sterben, damit irgendwelche Leute leben können, oder es sterben Leute, aber du sagst nicht fest, du stirbst, sondern das ist ja das große Problem da dran, oder warum sie nicht ausliefern, weil sie damit nicht festlegen, wer stirbt. Und du spielst nicht Gott, sondern du versuchst dein Bestes. Ja. Du versuchst dein Bestes und... Genau das macht Cap auch. Und sie will nicht entscheiden, wer stirbt, sondern sie lässt zwar die Möglichkeit offen, dass mehr Leute sterben,
aber. Ja, das war in der Gruppe, ich habe die Nachricht auch. Sie kann das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, eine Person sterben zu lassen, sondern beziehungsweise eine Person dazu zwingen zu sterben. Ja. Und die anderen sind halt Kollateralschaden, das, was sie nicht verhindern kann. Ist ein schwieriges Thema. Das ist halt im Großen und Ganzen auch ein Thema, wo die Philosophie sich schon seit Jahrhunderten drüber streitet. Streiten sich Cap und Iron Man auch. Es ist eigentlich, also, wenn man den Film auf das runterbricht, dann hast du da eigentlich eine philosophische Grundsatzdebatte in diesem Film. Ja, das ist ja, das macht ja den ganzen Film aus. Ja, ja. Deswegen finde ich schade, dass ihr sagt, der Film ist scheiße. Ich sag nicht, dass der Film scheiße ist. Okay, du sagst das. Die Idee ist gut hinter dem Film. Die Grundsatzidee, dass die Avengers eingeschränkt werden müssen. Aber die Umsetzung ist halt einfach schlecht. Nö. Doch. Okay, wir sind still. Akt 3? Akt 3 ist... Ich persönlich mag Akt 3 einfach nicht so sehr wie die vorherigen Akte. Alles, was in Akt 1 und 2 gefällt, finde ich, ist richtig gut. Hätte man Akt 3 anders gestaltet. Ja. Finde ich, nicht jetzt nur von der Handlung, sondern auch allgemein vom Setting her. Ich finde es nicht schlimm, dass sich die Avengers zerstreiten. Das ist ja eigentlich sogar etwas, was der Film ja irgendwo richtig macht, irgendwie. Dass du nicht immer nur dieses Friede, Freude, Eierkuchen, wir sind ein paar Leute, die immer nur zusammenhalten. Ja. Sondern diese Idee des Zerstreitens finde ich gut. Nur die Umsetzung dahinter ist... Ich fand die Umsetzung gut, weil ich nicht wüsste, wie man es hätte besser machen sollen. Ich finde, man hätte diese Szene, wo Tony das Video gezeigt wird und innerhalb kürzester Zeit realisiert er, was da passiert. Er guckt sich aber das ganze Video an und will dann erst auf Er bleibt aber noch doch sehr gediegen. Er wird ja von Cap zurückgehalten geht er auch nochmal erst ein Stück zurück. Dafür, dass er da gerade sieht, dass die Person, die neben ihm steht, seine Eltern umgebracht hat, bleibt er doch noch einigermaßen ruhig. Erstmal, aber dafür am Ende hat er dann extrem großen Wutausbruch und versucht beide zu killen. So. Die Rache, die einen so schnell verschlingt. Ja, ja, und darum verstehe ich das nicht, dass er sich erst das ganze Video anguckt und dann plötzlich total austickt. Ja, weil es vielleicht nicht fassen, das weiß man nicht. Vielleicht, weil er es nicht fassen konnte, es bis zum Ende sehen wollte, das weiß vielleicht, man nicht. Vielleicht, weil er auch einfach erst versucht hat, sich zurückzuhalten und dann einfach gemerkt hat, nein, klappt nicht. Aber sowas ist ja eigentlich eher eine Kurzschlussreaktion, wenn du auf jemanden losgehst und ihn umbringen willst. Das hast du ja bei T'Challa auch. Seine Kurzschlussreaktion, nachdem sein Vater getötet wurde, ist, ich suche den jetzt und ich will ihn killen. Ja. Das ist ja das, was er direkt danach macht. Ja. Und am Ende des Films ist er halt schlauer. Und bei Tony ist das andersrum. Er wartet erst, unterhält sich mit denen und dann geht er auf die los. Ja. Also ich finde, das stört mich jetzt nicht, bin ich ehrlich. Das stört mich jetzt nicht so wirklich. Weil Rache ist ja eher mehr so der kurzsichtige Gedanke. Aber das ist der erste Gedanke, der Tony eingefallen ist in dem Moment. Nee, er redet ja erst noch mit denen und ist relativ ruhig. Dafür, dass er danach so extrem austickt. Nachdem er das Video gesehen hat, tickt er aus. Aber nicht so extrem. Er schaut sich das Video bis zum kompletten Ende an. Das ist das, wo Jan, glaube ich, gerade drauf hinaus will. Aber trotzdem, ja, er schaut sich an, aber da habe ich doch gerade schon drauf reagiert. Er schaut sich an, vielleicht, weil er es nicht fassen kann. Oder vielleicht, weil er sicher gehen wollte und das zu Ende sehen wollte. Aber was gibt es da sicher zu gehen? Er weiß ja, dass seine Eltern an dem Abend gestorben sind und in dem Auto gestorben sind. Er weiß ja, dass beide da sterben. Ob sie wirklich richtig tot sind. Ja. Und ja, er muss sich das ja nicht nochmal angucken. Ja, doch, weil er es noch nie gesehen hat. Vielleicht wollte er wissen, wie es passiert ist. Vielleicht war es auch einfach eine kurze Schockstarre. Ja, das kann auch sein. Mm. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht direkt austickt, sondern er tickt direkt aus. Mm. Doch. Schwieriges Thema. Nicht so wirklich. Ich glaube, wir haben dir jetzt mehr als ein Argument geliefert, um dein Argument zu entkräften. Und du die ganze Zeit, wir haben dein Argument entkräftet. Nein! Nix. Punkt.
Oh Mann, ey, ich wusste, dass dieser Film Konfliktpotenzial bringt. Er ist zu ruhig am Anfang. Am Anfang? Also achso, am Anfang der Szene. Ja, okay. Nicht am Anfang des Films. Nee, ich mag den dritten Akt einfach nicht so wegen diesem Setting, dieser Untergrundhöhle in Moskau. Wo eine What-If-Folge spielt. Ja. jetzt mal ehrlich. Ich bin nicht so ein Moskau-Fan. Ich mag keinen Schnee. Ja, nein, das klingt jetzt ein blödes Argument, aber es ist einfach was mir jetzt nicht so zugesagt hat. Klar, vom Plot macht es Sinn, dass da unten noch geheime Supersoldaten geheim gehalten wurden, die dann auch getötet wurden von Simo. Aber für mich ist der spaßige Teil des Films, wo ich mir wirklich Freude dran habe, nach der Flughafenszene vorbei. Ja. Ich finde auch, die Flughafenszene ist die beste Szene von allen, aber der Film, ohne ihn zu Ende zu erzählen, wäre halt auch scheiße. Du hättest ihn anders zu Ende erzählen müssen. Ich fand ihn so halt gut. Ja, ich glaube, das ist was, wo wir uns noch ewig drüber unterhalten könnten. Ja. Wollen wir zur Bewertung kommen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen? Weil ja auch am Ende diese Flughafenszene wird ja auch, beziehungsweise diese Strafe der Flughafenszene wird ja direkt dadurch wieder negiert, dass Cap alle wieder rettet. Alle wieder befreit. So. Ja, aber dagegen kann die Regierung nichts machen. Weil Cap und jetzt offiziell ein Gangster ist. Ja, und ja. Auch Iron Man macht dagegen nichts nach dem Brief, weil er auch sein Mindset geklärt hat. Ja, klar. Aber es negiert so ein bisschen den Film wieder. Finde ich nicht. Der Einzige, der wirklich Konsequenzen davon trägt, ist halt wirklich Scott. War Machine. Ja, und War Machine. War Machine ist der, den es so richtig getroffen hat. Und ich glaube, da haben viele Avengers auch erstmal erkannt, okay, scheiße, das, was wir hier gerade machen, die ist uns auf die Köpfe hauen. Also, beziehungsweise, das wurde nach der Flughafenszene erkannt. Das hat Falcon erkannt, das hat Vision erkannt, dass das zu nichts führt. Dass das nur noch mehr Katastrophen. Ja, und Scott bleibt ja gejagt sowieso von, wird ja nach dem Film ja sowieso noch weiterhin von der Regierung gejagt. Ja. Der wird nicht gejagt, sondern der ist doch mit Fußfessel zu Hause. Beziehungsweise ist mit Fußfessel zu Hause. Aber alle anderen Avengers kommen da ohne wirklich Konsequenzen davon zu tragen. Sie tauchen halt alle unter. Du hast halt keine Ahnung, wo sie sind, bis auf Wanda, die sich halt manchmal mit Vision trifft, unter der Erlaubnis von Tony. Ja, aber was sie halt auch wieder hinter dem Rücken von dem Secretary machen. Ja. Ja, aber der Secretary sperrt sie ein, sie werden befreit und dürfen dann wieder frei rumlaufen. Nein, tun sie nicht. Sie sind untergetaucht. Ja, beziehungsweise sind untergetaucht, ja. Sie werden sehr wahrscheinlich immer noch gesucht, aber ich glaube nicht, dass wir was davon mitbekommen. Ja, Romanov wird ja auch gesucht, vergeblich. Aber ja. Sie tragen halt keinen großen Nachteil daraus. Ja, doch, sie müssen sich halt voll aller Welt verstecken. Ja, richtig, erstens das und zweitens, warum sollten die einen Riesennachteil daraus ziehen, nur weil die eine Seite gewählt haben? Du vergisst, dass es immer noch darum geht, dass man beide eine Seite gewählt haben und der Zuschauer bei diesem Film entscheiden soll, welche Seite ist für ihn die richtige. Und da kannst du nicht einfach sagen, okay, die sind die Bösen, die müssen jetzt Konsequenzen davon tragen, während die anderen okay davon kommen. Der Film soll ja so einen Konflikt auch in den Zuschauern hervorheben. Klar, ja. Jeder Zuschauer, der in den Film reingeht, soll für sich eigentlich auch eine Seite wählen. Richtig. Also sehe ich das auch. Ja, wobei beide Seiten einfach nicht gut wegkommen. Ja, richtig. Ja, also, klar. Du hast kein richtig und falsch. Gut weg, jetzt sagst du, beide Seiten kommen scheiße weg. Aber das, die zweite Antwort finde ich richtig. Ja, beide Seiten kommen nicht gut weg, aber es gibt keine großen Konsequenzen für sie selber. Also wie sie sich in dem Film aufführen, die Avengers, ist halt einfach. Natürlich, damit kommen sie halt. Aber sie verlieren halt auch alle ihre Familie, also die Avengers-Familie. Also ja, wenn du bedenkst, dass, wenn du jetzt sagst, dass ein Riesen-Punishment nicht dieses für die Hälfte des Sokovia-Abkommen ist und für die andere Hälfte, dass sie sich nie wieder in der Öffentlichkeit blicken dürfen, was ist denn dann ein Riesen-Punishment für dich? Also. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Tauchen.
Du kriegst die Auswirkungen in den Filmen nicht so mit. Das nächste Mal siehst du Cap in Infinity War, wo der Zug auftaucht und er steht da und dann kommen sie Wanda zu und Vision zur Hilfe. Dann kommen sie, du siehst halt nie, wie sie sich wirklich verstecken müssen, wie sie sich im Untergrund untertauchen müssen. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen Jans Problem dahinter. Ja, aber du siehst halt, wie sehr Cap sich verändert hat. Wie, der hat den Bart wachsen lassen, andere Haare. Ja, gut. Er hat kein Schild mehr, er hat ein ganz anderes Kostüm an. Man sieht, dass die haben sich verändert, sie haben sich angepasst und sich versteckt. Aber klar, ich finde es auch schade, dass man nicht mehr davon mitbekommt. Andererseits muss man sagen, wir haben jetzt zwischen Civil War und Infinity War haben wir nur noch Einzelfilme. Ja. Wir haben keine Team-Ups mehr und deswegen sieht man davon halt auch nichts. Ja, das ist so das, was ich so ein bisschen schade finde, dass, dass dieser Film halt nicht so die Auswirkung hat, die du haben könnte. Dass quasi noch so ein Captain America 4 Underworld oder so dazwischen fehlt, wo du einfach die Auswirkungen zu spüren bekommst, dass sie zum Beispiel eine Gefahr erledigen müssen und trotzdem immer noch sich vor der Regierung wegducken müssen. Beziehungsweise die bei der Regierung sind. Sie sind halt jetzt Underdogs. Ja, und die bei der Regierung sind, dass die auch auf Probleme mit der Regierung stoßen. Dass sie nicht überall helfen können. Klar. So, beziehungsweise nicht das machen können, was sie wollen, weil diese Auswirkungen von dem Film sind. Du siehst nicht die Auswirkungen. Du siehst die Auswirkungen im Black Widow. Man sieht die Auswirkungen, wenn man genau hinguckt. Du siehst die Auswirkungen in Black Widow am Anfang, wo sie von General Ross, Secretary Ross gejagt wird und sich dann in Norwegen verstecken muss, in diesem verlassenen Wohnwagen. Da bekommst du sie einmal zu spüren. Ja, aber das ist viel zu spät. Also klar, wenn du es jetzt chronologisch gucken würdest, dann würdest du. Wird der Film, glaube ich, sogar nochmal besser funktionieren, da gebe ich dir recht. Aber das ist Potenzial für in 2 Wochen. Dadurch, dass der Film einfach zu spät kam, ist dieses Gefühl nicht da. Ja. Ich meine, hätte jeder von denen theoretisch nochmal einen Zwischenfilm bekommen, hätte, weiß ich nicht, Falcon und Cap noch einen Film oder so bekommen und hätten die dann genau das durchgezogen, was sie in Black Widow versucht haben durchzuziehen, was aber nicht so geklappt hat, dann wärst du, glaube ich, zufriedener, wenn ich das richtig verstehe. Ja, also so auf der Seite der anderen. Avengers Zwischenteil, wo du halt diese Auswirkungen siehst. Ich verstehe, dass du es nicht gut findest, dass Civil War einen Weg geebnet hat, den man nicht sieht. Aber andererseits ist es doch cool, zu denken, also sich selber das Ganze auszumalen, zu denken, was machen die gerade, wie ist das passiert oder nicht, wie ist das passiert, sondern also was machen die gerade oder wie es denen geht, etc. Kurze Frage, wie viel Zeit ist zwischen Infinity War und Civil War vergangen? So, also ich habe nochmal nachgeguckt, ich lag richtig. 2016 spielt Civil War und 2018 Infinity War. Also zwei Jahre sind dazwischen vergangen. Also 2 Jahre untertauchen. Ja. Ja, zwischendurch passiert ja noch mit Natascha das Ganze in Norwegen und allem drum und dran. Mhm. Und Budapest. Aber wir wissen nicht, was die anderen alle machen. Genau, und das ist halt mein größtes Problem an dem Film. Stimmt. Man erfährt absolut gar nichts. Du erfährst nichts über Cap, du erfährst nichts. Also zum Beispiel Tony, wissen wir ja, der kümmert sich um Spidey. Ant-Man ist bei seiner Familie. Ist bei seiner Familie und hat dann aber auch noch seinen zweiten Film währenddessen. Genau. Der spielt ja zeitgleich, oder beziehungsweise kurz vor Infinity War. Genau. Ist auch die Frage, wie behandeln wir das? Kurzer Einschub. Ja? Tony baut ja diese ganzen Drohnen. Wow. Für Spidey 2. Genau. Baut er diese ganzen Drohnen. Bricht er damit das Sokovia-Abkommen? Da Tony ja auch schon wieder rumgebastelt hat in Age of Ultron und dadurch... Naja, dafür müsstest du halt wissen, was genau im Sokovia-Abkommen steht. Ja, steht da drin, du darfst nur noch Maschinen anfertigen, die wir dir befehlen, oder steht da drin so, bitte erfertige keine Maschinen an, die die Welt zum Untergang führen könnten. Ja, aber mal so als kleiner Gedankenanstoß, weil er baut ja schon wieder Maschinen, die ganze Welt beschützen sollen. Aber er hat das Sokovia-Abkommen ja auch schon mal gebrochen. Das heißt, so ernst wie am Anfang von Civil War ist es ihm am Ende von Civil War nicht mehr. Nur ist das halt von den Regierungen erlaubt. Oder macht er das wieder unter der Hand und bricht damit schon wieder das Sokovia-Abkommen? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, ich weiß. Aber beides möglich. War so als Überlegung.
was mir gerade noch so eingefallen ist. Ja, ist eine interessante Überlegung. Das bezieht sich auch auf alles, was er macht. Den Spidey-Anzug für Spider-Man zum Beispiel. Ja. Ist das von der Regierung abgesegnet oder bricht er damit das Sokovia-Abkommen? Und dadurch rückt das Sokovia-Abkommen, finde ich, noch mehr nicht ins Dunkle. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir davon nochmal hören werden in den Thunderbolts. Ja, das kann gut sein. Hoffentlich in einer gewissen Abwandlung oder in einer mehr Kontinuität, dass du wirklich merkst, was sowas bedeutet. Ja, weil ich meine, da hast du es ja auch mit Verbrechern zu tun. Da hast du Zemo, Zemo ist gar nicht bestätigt, Zemo ist gar nicht drin. Da hast du Bucky, du hast Yelena, du hast, könnt ihr euch vorstellen, dass Thunderbolts R-rated wird, also 16 oder 18? Nee, ich glaube nicht, dass wir der wieder ein 12er. Beides möglich. Weil du hast halt solche Sachen wie Abomination, du hast halt Bucky, du hast schon die ordentlich zuschlagen können da drin. Wobei Abomination aus She-Hulk ja mal eher so ein Kuschelcharakter ist. Ja. Also. Ja, stimmt auch wieder. Ja, aber okay, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass sie She-Hulk da so ein bisschen raustilgen werden. Hoffe ich. Also entweder machen sie so eine. Ich warte. So Kuschel-Abomination und so Kuschelverbrecher. Ich warte nur auf. Dann wieder 12 und. Oder sie machen halt. Nehmen halt wirklich. Deadpool-mäßig. Deadpool-mäßig Verbrecher. Und dann kann das Ding auch 16 oder 18 werden. Ja. Das ist. Ich warte einfach immer noch auf den Tag, wo Strange sagt, apropos, wir haben ein Universum, da lief fast alles genau wie bei uns, nur dass es da so jemanden gab wie She-Hulk. Fände ich lustig. Es wär eine Möglichkeit, das da rauszutilgen. Ja. Dass She-Hulk nur in einem Universum existiert. Dann sehen wir die ganze Zeit nicht 636, sondern eine andere. Ja, in She-Hulk halt. Ja, in She-Hulk. Ich glaube, das wäre für mich sogar die Lösung, wo ich sage, damit bin ich am feinsten. Ja. Aber das ist aber viele andere nicht. Das ist ein bisschen was für die Zukunft. Ja, das ist wirklich weit in der Zukunft. Wollen wir zum Ende kommen? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist, glaube ich, bisher der längste und auch der heikelste Podcast. Ich glaube, sonst sind anderthalb. Wir sind uns, glaube ich, sonst noch nie so an die Gurgel gegangen. Nee. Age of Ultron war ungefähr genauso lang bis jetzt. Wir haben wir auch anderthalb Stunden aufgenommen. Aber ich glaube, wir uns nicht so an die Google gegangen. Ja. Aber es war mir so klar und ich weiß auch, dass wir uns in Endgame auch so an die Google gehen werden. Könnte passieren. Weiß ich noch nicht, je nachdem, wie ihr dazu steht. We will see. Also ich kenne meine Position zu Endgame. Also würde ich, ihr beiden seht euch bei Team Captain America, richtig? Was heißt Team Captain America? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde keins von beiden Teams. Du siehst dich bei Team Black Widow, richtig? Ja, ich sehe mich bei Team Black Widow. Also, Cap hat ein sehr gutes Argument gegen das Sokovia-Abkommen, was ich total unterstütze. Iron Man hat aber auch gute Argumente dafür. So ein Mittelweg. Er ist Team Black Widow. Genau. Also so ein bisschen das eine Team, so ein bisschen das andere Team. Ja. Für die Unentschlossenen. Genau. Ja, ich bin immer noch Team Iron Man, damit wir alle drei Teams abgedeckt haben. Ja, das ist irgendwie schön, dass wir hier auch so unterschiedliche Moralvorstellungen haben. Es ist halt wirklich eine philosophische Grundsatzdebatte, die man nicht auch. Also ich sag's mal so, wenn wir es schaffen würden, die hier zu lösen, dann hätten wir dafür den Philosophiepreis gewonnen. Ja. Ja. Weil du hast einfach verschiedene Theorien, die du nicht vereinen kannst. Nein. Da kannst du dir nur sagen, die finde ich plausibel, die möchte ich vertreten, die finde ich nicht plausibel, die vertrete ich nicht. Ja. Und dann kannst du dir halt nur noch Argumente an den Kopf werfen. Genau. Ja, ich glaube nicht, dass unsere Meinung sich noch groß ändern wird. Nee. Und es ist auch gut so. Wir versuchen auch nicht, den anderen zwanghaft zu überreden. Du kommst jetzt in mein Team. Du auch. Du bist der Unentschlossene. Trotzdem kommt ihr in mein Team. Wenn schon, müssten wir dich. Also ich hole gleich den Schild, mein Freund. Ich habe nur den Hammer hier. Der ist nicht mit dabei. Den nehme ich auch, ich bin würdig. True. Ja, Punktevergabe. Fangen wir mal bei der höchsten Punktzahl an. Ich fand, der hat einen sehr guten Grundstein gelegt
Ich fand overall, wie der aufgemacht ist, fand ich gut. Ich fand den eigentlich eine 8 von 10. Ich fand ihn gut. Okay. Magst du eintragen? Währenddessen darf Jan schon mal weitermachen. Möchtest du nicht? Ich glaube, ich habe den nächsten Punkt sagen. Nee, ich möchte erst einmal deine... Ich bin, glaube ich, so das Zwischengespann zwischen euch. Ja, darum sollst du ja machen. Nein, ich möchte mich gegebenenfalls noch anpassen. Nein, du möchtest jetzt machen. Nein, komm, mach du. Okay, mach ich jetzt. Also, vor einem Jahr hätte ich diesem Film noch 0 Sterne gegeben. Ja, gut, wo ist denn der überhaupt? Ich sagte ja auch extra von einem Jahr. Jetzt sind es minus 1. Nein. Also, meine Stimmung damals zu dem Film war einfach, es ist ein unnötiges Stein in den Weg räumen. Der Film ist einfach scheiße. Mittlerweile finde ich ihn aber deutlich besser. Durch das mehrfache Rewatchen, das Verstehen der verschiedenen einzelnen Konflikte. Warum hast du jetzt einen Stift in der Hand? Seht. schön, dass Dave es sofort gegettet hat. Die Intention des Films finde ich super. Dass sich die Avengers spalten. Avengers spalten. Eigentlich wird eine War Machine gespalten. Das ist die FSK 18 Version dann. Das alternative Flughafen-Ending. Ja. Mit geschärftem Schild. Nee, also diese Idee von dem Avengers-Spalten, von diesem, die Avengers haben zu viel Macht, die müssen ein bisschen genervt werden, was sie alles dürfen. Und von daher finde ich den Film erstens deutlich besser als Iron Man 3 und auch besser als Thor 2. Also nicht weniger als 4 Sterne. Genau. Er bewegt sich im Bereich Captain Marvel und kriegt somit 5. Jetzt hast du mich aber enttäuscht. Ich dachte, jetzt kommt so voll das miese Rating mit 2 oder 3 Sternen. Ja, was also sagst du? Die Intention... Du bist zwischen uns. Ich habe 8, du hast 5 gegeben. Und viel Glück dabei. Also die Intention des Films finde ich super. Nur die Umsetzung und dass das dann nach nichts drauf kommt. Also. Na, mach mal 4,5 draus. Nein, jetzt steht da 5. Ja, du kannst ja noch eine 4 und ein Komma davor schreiben. Du machst jetzt 4,5 da. Nein, da steht jetzt 5. Komm. Kriegst du nicht. Nein. Ey, wenn, dann machst du das ordentlich. Ja, komm. Ich brauch mal ein Wanderstift-Sternchen. Du hast 4,5, okay. Ja. Ich bewerte Filme ja auch immer so ein bisschen klar über das, was wir schon alles gesprochen haben, Plot und Inhalt. Allerdings auch, wie oft ich Filme gucke. Wie oft zum Beispiel ich mir den Film nochmal angucken würde. Und besonders der dritte. Also ich hätte, wenn es im ersten und zweiten Akt geblieben wäre, wäre es für mich eine solide 7 gewesen. Der dritte Akt zieht das Ganze noch so ein bisschen runter. Ich bin bei 4,5 plus den Wanda-Pluspunkt. Dann bist du ja genauso wie er. Also 5,5. Du hast 4,5 gesagt gerade. Plus den Wanda-Pluspunkt. Den hast du da unten auch drin. Ich hätte auch 9 von 10 gegeben. Ach so. Ich dachte, du schreibst dann immer die richtige Punktzahl plus den Sternchen. Nee, ich mache immer Sternchen also dran. Dass du dann quasi das Sternchen bedeutet, dass du theoretisch 1 abziehen musst. Danke. Gute Intention, schlechte Umsetzung. I like it, how they did it. Aber es ist by far nicht der schlechteste Film. Ja. Damit beenden wir unseren Civil War. So. Ja, unseren... Bevor das hier noch zu einem richtigen Civil War ausartet. Ja, bevor ich gleich doch den Hammer hole. Es ist vielleicht besser für diese... Wobei Hammer wäre keine gute Idee, weil seine Waffen funktionieren nicht. 3,5 ist jetzt die Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Punktzahl. Das ist doch noch... Captain America 2 hat da doch noch mehr gespalten. Da hatten wir 4 als größte Differenz bisher. Dafür, dass du am Anfang so große Töne gespuckt hast. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich von einem Jahr dem Film 0 Sterne gegeben habe. Ja, aber von 0 auf 4,5 ist doch ein ziemlicher Sprung, finde ich. Ja, aber im Vergleich auch nochmal zu... Dann hätte ich Iron Man 2 Minuspunkte geben müssen oder 0 Punkte geben müssen. Also, es gibt noch deutlich Schlechteres und... Iron Man 3 meinst du? Meine ich Iron Man 3 und Thor 2.
hätte ich deutlich weniger Punkte geben müssen dafür, dass ich dem jetzt so, wenn ich dem hätte 2 Punkte geben wollen oder so. Weil der Film hat eine doch gute Intention. T'Challa wird sehr gut in dem Film dargestellt. Sein Journey ist einfach interessant. Und jetzt seien wir mal ehrlich. Die Flughafenszene ist cool. Simos Charakter ist interessant. Und die Idee von dem Film ist Props gut. An alle Schauspieler auch. Ich finde, es gibt keinen, der es nicht gut macht. Wir haben hast du über das, fast über das ganze MCU. Mini-Einwurf. Ich halte mich kurz. Wir haben Sharon Carter noch. Die haben wir ganz vergessen anzusprechen. Peggy Carter stirbt in dem Film final. Stimmt. Und Sharon Carter wird quasi auch eingeführt. Auch auf Caps Seite. Und ja, man kann halten von ihr, was man möchte. Sie hat irgendwie halt weird, dass er und Cap sich küssen. Und sie dann die Junge. Warte, das ist. Sie. Nein. Damals Captain America 1. Cap und Peggy machen rum. Peggy stirbt. Er macht mit Sharon rum. Derselbe Cap reist zurück in der Zeit und macht wieder mit Peggy rum. Das ist gruselig. Ja, Cap mag einfach den Stammbaum anschauen. Das ist ja schon Game of Thrones Niveau. Wobei ich finde, dass sie ist einfach da. Punkt. Ja. Sie ist auch dabei. Ich bin die Sharon und ich bin auch dabei. Ja, so kann man das im Prinzip wirklich, wobei sie eine wichtige Rolle spielt, weil sie halt Informationen dann Cap weitergibt und ihm auch Schild den wieder Schild wiederbringt und das Vogelkostüm. Vogel. Ja, sie ist wichtig, aber sie sie ist halt austauschbar. Also, seien wir mal ehrlich, Iron Man 2 war doch der mit dem meisten Meme-Potenzial. Vogel. Hämmer. Aber habt ihr noch irgendwelche Schlussworte? Nein. Gut. Schluss. Dann würde ich sagen, außer Schluss. Güterwaggon. Tschüss. 1. 17. Schmelzofen. Das kam da nicht drin vor. Doch. Schmelzofen kam drin vor. 9. Habe ich nicht gesehen. Soldat. Ich weiß gar nicht mehr. Mir fällt auch keiner mehr ein. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao. Dovidenia.